So, Mahlzeit. Seid gegrüßt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt einen schönen Tag gehabt. Oh. So, den Streamplan für nächste Woche habe ich schon veröffentlicht. Der ist im Discord zu sehen, im Livestream-Ankündigungstab und bei YouTube im Community-Tab zu sehen. Der Streamplan für nächste Woche. Da wir ja Rise of the Tomb Raider und Nier Automata fertig haben. Also Rise of the Tomb Raider kommt ja bald noch ein zweiter Durchgang wegen 100%, aber wenn ihr Bescheid wisst. So! Hallöchen Paluten, Hallöchen Stefan, Hallöchen Babmorda, Auspipes, Hallöchen Bambus, Hallöchen Satan, das müssen sie sein, oder? Hallöchen Janko, Auspipes, Gamer King sei auch du gegrüßt. Und Johannes natürlich auch. Seid gegrüßt zum Alan Wake Finale. Wie geht's euch? Schönen Tag gehabt, soweit. So. Bin erstmal 2 Wochen nicht da. Oh, fährst du in Urlaub? Ja, mir geht's gut, Stefan. Tag war gut, einiges erledigt heute, das ist schön. Auch ganz gut, Satan. Finale von Alan Wake. Ich bekomme Besuch und wir spielen durch 2 Wochen lang? Das freut mich, Bambus. Dicke Zigarre. Hier aus Deutschland oder woher? Hey Flo Huka und hallo Anonym. Aus Nicaragua. Ah, okay. Ihr seht euch selten, das freut mich. Dann genießt die Zeit zusammen, oder? Dann genießt die Zeit zusammen. Könnt ja zwei beide mal einschalten kurz und dann Hallo sagen oder so. Dann können wir ihn dann auch grüßen. So, was haben wir denn hier? So. Hey Christian. Oh ja, Glückwunsch. Christian, haben wir beide schon mehrfach. Detroit wollte ich irgendwann mal streamen nochmal, ein zweites Mal, aber Heavy Rain haben wir schon 2-mal gestreamt. Und Heavy Rain richtig gut. Detroit fand ich auch geil, aber dieses Beyond Two Souls, glaube ich, das fand ich nicht so. Also es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt nicht so packend wie Heavy Rain oder Detroit. Ach ja. Bin auch mal wieder dabei, das ist schön. Das freut uns, Paluten. So, Finale. Wer freut sich drauf? Alan Wake? Bin gespannt, wie es ausgeht. Oder wie, ob sich da ein bisschen was lüftet. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. So, was nachchecken und dann geht's sofort los, meine Damen und Herren.
Freut mich nicht, weil das Spiel dann rum ist. Sehr schön. Schein, gut, gut, gut. Bis später, Bambus. Später. Sehr schön. Aber sehr schön. So gut, dann fangen wir an jetzt hier. Alan Wake ganz oben. Auf geht's. Gucken, wo wir waren. Die Skriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, Al. Al, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Nie wieder Alkohol oder was? Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was, die alte Schrulle? Moment. Den lauter machen war ich. So. Hallöchen, Janko. Wie du meinst, Al, aber wir sitzen hier fest. Wir werden uns nicht. Wake ja nicht mal befragt. So. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte, dass mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Jetzt los. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Hey, Blinky. Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los, zurück in die Zelle, Stephen King. Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Was war das denn? Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann. Ohne Licht haben wir keine Chance. Was war das denn? Ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Ja, ich komme gleich. Also Officer Nightingale ist jetzt auch finster geworden anscheinend. Der FBI-Agent. So, gut, wollen wir mal. Wir brauchen Licht, Leute. Wir müssen Sarah folgen.
Sehr schön. Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Sie kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Alles klar. Wheeler, Sie müssen hier bleiben. Was? Nein. Wir machen den Heli-Start klar. Aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs. Okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Hey, Luca. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Hey, Angelo. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Ein Angebot von deinem Bruder? Was denn, Janko? Mist. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay, aber beeilen Sie sich. Alles klar, einen Weg auf die Dächer finden. Hier rein? Nee. Da drüben ist eine Leiter auf alle Fälle. Das heißt, wir müssen da durch die Ritze von dem Zaun, ne? Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Ja, das habe ich schon verstanden. Danke. So. Hier haben wir übrigens das erste Mal von den Entführern gehört. In diesem Truck war doch der erste Brief drin von den Entführern. Ganz am Anfang vom Spiel. Wow. Das hat mich jetzt... Oh, hier ist Finsternis. Hab ich gar nicht gesehen. Hier habe ich gar nicht gesehen, die Finsternis. Da ist nochmal Finsternis. Oh, hier steht was. Im Licht kannst du sie verletzen. Na, danke für die Info kurz vor Ende. Sehr schön. Du sollst mit in ein Gym? Was ist denn ein Gym, Janko? Ja, das freut mich, Janko. Wow. Vögel. Komm. Sehr schön. Ach, Fitnessstudio. Da hätte ich schon gar keine Lust drauf.
So, da ist die Torsteuerung. Wir müssen hier rüberspringen, glaube ich mal. Kann der das? Oder müssen wir hier rüber balancieren? Nee, können wir nicht. Aua. Sehr schön. So, hier rüber. Ich weiß jetzt nicht, wie eigentlich. Müssen wir hier rüber springen? Anscheinend schon. So, jetzt können wir hier runter. Jetzt können wir da das Tor aufmachen. Hey, Sheriff, Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Diese Stadt ist manchmal sonderbar. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Au, Mist, das tut weh. Gute Arbeit. Okay, bleiben Sie bei mir. Der letzte Block ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Okay. Ah, shit. Ich weiß gar nicht, wer auf mich die ganze Zeit geschmissen hat. Hey, Chuchu. Oh, Mist. Das tut weh. Gute Arbeit, Wayne. Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Wie geht's dir, Chuchu? Alles gut? Sehr schön. Weiter geht's. Wow. Das Partyhirsch von der von dieser Feier. Oh. Wow. Sehr schön. Alles fit in meinem Schritt, Kali. Und bei dir bei mir auch. Also nach der Arbeit hätte ich auch keine Lust, nochmal ins Fitnessstudio zu gehen. Manche gehen auch vor der Arbeit ins Fitnessstudio, hätte ich genauso wenig Lust. Wow.
Der war unpassend, Alan. Ihr seid noch in der Geschichte drin, Leute. Ich vertiefe mich jetzt mal in den Stream hinein, also ins Spiel. Deswegen unterhaltet euch im Chat bitte ganz kurz alleine oder fiebert mit mir mit. Ich hab den Chat jetzt minimiert, weil das ein bisschen irritiert, wenn er links... Schön. Sehr schön. Oh, oh. Mülltonne, die steht da bestimmt. Die kommt gleich angeflogen bestimmt. Die kommt gleich angeflogen. Mach ich. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich mal ganz kurz zu dem Kasten hier. Oh, 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 oh. Mach, schließ. Schnell. Schließ schneller auf. Oh. Spende. Janko, 2 Euro. Dankeschön. Herzen rein für Janko, bitte. Für die Spende. Danke für die Spende. Aua. Dankeschön für die Spende, Janko. Herzchen bitte rein. Wow. Noch so einer hier. Mit Kettensäge oder was? Komm, komm, komm. Ui, noch eine Spende. Von Janko. Das war so leise gesagt. Dankeschön für die Spende. Herzlichen Dank für Janko nochmal für die 2 Euro. Sehr lieb von dir. Gehen wir, Wake. Dankeschön für die Spende. Die Herzchen rein für Janko. Sehr schön. So, wir brauchen unbedingt ganz dringend Licht in der Stadt. Sonst passiert das hier immer. Und vor allen Dingen. Am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Vor allen Dingen, wo. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Alles klar. Ich bin mal gespannt, was mit dem FBI-Agenten Nightingale passiert ist. Er ist ja auch weggerissen worden. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch besessen ist und uns früher oder später angreifen wird. F5? Das Dunkel schlägt zurück. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen.
Leute, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Come back, Leute. Hey, Viking. So. Irgendwas stimmt mit YouTube nicht. Irgendwas stimmt mit YouTube. Einer erzählen, was er will. Hier funktioniert die Glocke nicht, hier funktioniert gar nichts. Zurzeit. Seit einer Woche. So, gut. Oh. Telefon. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Okay. Sollten schnell machen. Die Schlüssel sind nicht oben, Wake. Ich sehe mal kurz nach. Ich drehe kurz immer nach oben. Hier ist zum Beispiel ein Fernseher. Freiheit. Geschaffen aus Wachsamkeit, Gewissen und kompromissloser Klarsicht. Ein Grundbedürfnis, das unser Selbst durchdringt. Und doch kann ein Mann mit Sekunden in die Knie gezwungen werden. Wow. Auch nicht schlecht. Was? Was war das? Oh, nichts, was dich beschäftigen muss, Manny. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir werden dir alles erklären. Nur keine Sorge. Komische Scheiße. Alter! Der hat mich erschrocken. Gut, also hier oben ist optional anscheinend. Na, hier haben wir zum Beispiel eine Truhe gefunden. Noch irgendwas hier? Weiter.
Alter. Au. Sehr schön. Nee, das behalte ich. Jagdgewehrmunition, sehr schön. Thermoflasche. Wo soll der Schlüssel sein? Im Sekretariat hat er gemeint, ne? Im Sekretariat. Da hier irgendwo sein? Auf alle Fälle hat sie gemeint, unten, nicht oben. Hier vielleicht. Sieht doch so aus, aber hier ist nichts. Eating Room. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Da ist, arbeitet die Alte. Also es muss doch hier irgendwo sein. Die hat gesagt, der Schlüssel ist nicht oben. Er ist unten. Und oben war er ja auch nicht. Clerk's Office? Vielleicht hier? Hier können wir eine Hochdrucklampe nehmen. Ist gut. Zündgranate, sehr schön. Leuchtfackel. Haben wir hier drin? Revolver, Batterien. Hier liegt er doch. Okay, Sheriff, ich hab die Schlüssel. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Alter, da schwebt wieder alles. Nein, Barry! Nicht bitte, Barry! Nein, nicht Barry! Barry, pass auf! Barry, weg! Ja. Reingeschafft, Wake. Er ist okay. Die Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Vertraue niemandem im Dunkeln schon da. Ich hoffe, Barry ist wenigstens doch okay. Auch wenn er ein Chaot ist. Oder weiter. Wir können durch den Buchladen. Hey, Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht.
Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Na dann. Die nutzen das wirklich aus, dass Sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von Ihren Alex Casey Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Weil wir alles noch mehr erleben. Alex Casey Bücher von Alan Wake, dem Meister der modernen Kriminalliteratur. Alle auf Lager, $20 pro Buch. 100 für die komplette Reihe. Mr. Wake ist in der Stadt, vielleicht signiert er sie, ja? Nein, tue ich nicht. Das tue ich nicht, Leute. Ich sehe Barry nicht. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Na dann, los. Auf zu Barry. Da ist eine Thermoflasche. So ein Sammelzeug. Da haben wir schon ewig viele. Sehr schön. Right Falls. Yep. Rein da. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Körperliche Arbeit. Machen wir Pause. Machen wir Pause, den Angriff überstehen. Ein Glück haben wir diese Hochleistungslampe. Sehr schön. War's das? Oh, da kommt noch mehr. Omega-3-Fettsäuren sind gut. Alter, ist aber flott hier. Sehr schön. Alter, die. Sehr schön. Da ist einer. Sehr schön. War's das? Bestimmt noch nicht. Oh doch. Da ist noch ein. Da kann ich schnell noch Ressourcen einsammeln. Da ist so ein komischer Korb. Und Blendgranaten. Okay, ist offen. Na los, Wake. Wartet. Ich komme ja gleich, Sarah. Zack. Haben wir schon. Ah, da können wir wenigstens die Mission mitnehmen. Sehr schön. Gut. Na dann. Hopp. Oh, in die Kirche, ne? Das ist. Riecht doch schon wieder nach Scheiße, was jetzt passiert. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Oh, Fok. Manuskript. Das Dunkel jagt Wake. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar, der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Oh, na toll.
Hier passiert aber schon wieder irgendeine Scheiße. Wow. Das war meine Leuchtpistole. Wie? Haben Sie den Notruf gewählt, haut er raus. Der hat wohl das Licht gesehen, hä? Ach, Barry, du warst das. Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! So. Hier rauf. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Okay, etwas übertrieben. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Ja. Mistgarten. Alice wird im Dunkeln gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Okay. Wenn dir jemand einen Schulbus vor in den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Knights Springs. Ne. Wow. Mehr, ihr Holzfällermeister. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Beeilen Sie sich! Ich will hier endlich weg! Hier rein. Jetzt können wir mit dem Hubschrauber bestimmt wegfliegen, aber irgendwas passiert doch bestimmt. Ich wollte eigentlich die Leuchtdinger aufnehmen. Toll! Oh, oh, oh! Alter, was geht denn jetzt los? Oh, das war schnell. Thank you.
Dankeschön. Boah, wie lange braucht der Hubschrauber, um zu starten, ey? War's das? Alter. Und? Da hinten kommt noch einer. Ja, mach hinne, Sarah. Mach einfach nur hinne. Alter. Ich finde es dann falsch. Schmeiß jetzt hier Geländer durch die Gegend. Komm. Ja, dann mach hin, Sarah. Da kommt wieder einer. Schnell, lauf zur Thermosflasche. Ich will die Thermosflasche haben. Danke. Blendgranate. Sehr schön. Okay. Schnell rein da. Wake, machen Sie dem ein Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Kapitel Ende, hä? Oder? Ich hoffe, Sie wissen, wie man das macht, Wake. Ich schätze, ihr New Yorker seid solche brenzligen Situationen gewöhnt. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong, mutierte Alligatoren. Und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mein Kopter. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein. Nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar. Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Eigentlich müssten die Vögel ja zerschmettert werden durch das Blätterblatt. Oder? Aua. Wo sind wir jetzt gelandet? Hey, wir müssen diese Dinger loswerden. Wir treffen uns am Kraftwerk. Okay. Das Umspannwerk durchqueren.
Bam. Wo hier rein, hä? Dagegen schießen? Ich hab gar keine Waffen. Natürlich scheiße. Mit einer Kette gesichert. Ah, sehr schön. So. Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Gut. Vielleicht durchschießen. Jawohl. Sehr schön. Oh, Alter. Mach hinne. Nee, das wird nix. Das wird nix. Alter. Soll ich denn das schaffen? Achso, der hat hier wieder nicht gespeichert, dass ich die Pistole genommen habe. Sehr schön. Jetzt kommen wir rein, oder? Jawohl. Den. Revolver, Schrotflinten. War leider nur Munition. Ah, hier haben wir wieder eine. Sehr schön. Mal wieder voll gut eingekleidet hier. Radio Time. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden erinnert. Beiden Zwillingswikinger hier. Ah, shit.
Und jetzt der neue Song einer Band, die Nachtschwärmer. Toll. Mensch! Und jetzt der neue Song einer Band, die... Kann doch nicht wahr sein, Alter. Komm denn hier noch? Hier ist noch so ein Ding, warte mal. Mensch! Rasse, ich hasse das Spiel gerade. Jetzt tot? Nee, natürlich nicht. Jetzt. Jetzt haben wir. Bin ich gerade eine Thermosflasche gesehen im Augenwinkel? So eine Thermoflasche? Ich dachte, ich hätte hier eine gesehen. Vielleicht habe ich aber schon eingesammelt, das weiß ich jetzt nicht. Da ist sie. Ich hab sie. Hier auch? Hier ist eine Spraydose. Gut. Hey, Vitali. Hey Kugu. Also irgendwas stimmt hier absolut nicht, Leute.
Irgendwas stimmt nicht. Seit einer Woche ist das schon. Sag mal, kriegt ihr eine Glocke, wenn ich live bin? Nee, ist nicht abgekackt. Bin nur aus dem Spiel draußen. Kriegt ihr eine Glocke, Leute? Wenn ich live gehe? Also irgendwas läuft hier perfide schief. Seit 3 Streams habe ich nur noch ein Drittel der Zuschauer. Das ist bei Alan Wake. Bei Nier Automata ist es ja klar gewesen. Oder Freitags bei Zerber. Bei Alan Wake nur 20 oder 28. Das ist ein bisschen... Irgendwas stimmt doch hier nicht. Seit 3 Tagen, 4 Tagen. Komisch. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah, aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Irgendwas stimmt hier nicht, keine Ahnung. Huch. Strom. Den Granatenhype. Au. Nee, Leute, irgendwas ist hier. Macht so keinen Spaß, ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. Leute, das sind 22 Zuschauer. Stimmt doch irgendwas nicht. Seid ihr noch da? Schreibt ihr überhaupt noch was? Hallo? Traurig gerade, was in YouTube losgeht heute hier. Also letzten 3 Tage ist das schon so. Bei Nier Automata ging es los. Vor 4 Tagen oder 3 Tagen, wann ich auch immer nicht das gespielt habe. Kommt keine Chat-Aktivität. Ja, das ist schön, Buffmorder, aber ich seh's nicht, dass ihr da seid. Hab darauf keine Lust. Weiß aber auch nicht, wie ich den zum Leben erwecken kann. Ich hab dieses Problem öfters mal. Ich weiß es nicht. Ahnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Keine Ahnung. Ihr könnt euch auch gegenseitig unterhalten, das meinte ich doch, Bambi. Ich muss doch nicht immer, ihr müsst euch ja nicht mit mir unterhalten, sondern euch gegenseitig. Und weil ich in Vollscreen gehe,
Heißt es ja nicht, dass ihr auch gehen müsst. Vollscreen. Egal. Problem habe ich schon länger gehabt. Mir egal. College Football spielen hier, spielen die, ohne Zuschauer, hä? Oder wie ist das da gemacht? Brand, sei gegrüßt. Hanswurst. Auch du gegrüßt. Irgendwas läuft hier perfide in. Völlig beschissen. Woche. Völlig beschissen. Oh, Thermo. Ah, okay. Danke, Chaos. Danke, Chaos Pipes. Ich jetzt wieder auf der gleichen Seite runter? Nee, ich bin daher gekommen, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, was ich da machen soll. Bambus, Vorschläge? Weißt du irgendwas, Bambus? Blinky? Oder allgemein Mods? Wenn man Vorschläge? Entweder stimmt das hier bei YouTube irgendwas nicht, oder ich weiß es nicht. Bin ich denn jetzt hergekommen? Bin ich jetzt hier aus diesem... Der zeigt mir andauernd hier dieses Ding an. Also doch über die Brücke wieder. Ich bin durch die Vögel mit der Richtung durcheinander gekommen.
muss darüber. Nein, das ist doch schon die ganze Zeit so, Bambi. Also was heißt die ganze Zeit? Seit 3 Tagen. Das letzte Mal, wo richtig viele Zuschauer da waren, war bei Mafia 1 am Sonntag. Aber bei Alan Wake war letzte Woche auch viel los. Jetzt ist gerade mal ein Drittel davon da. Ich weiß nicht, das Lied. Die ganze Woche ist es schon so, wo wir hier gerade mal 20 bis 30 oder 35 maximal da sind. Merkwürdig. Das sieht's auch an den Spielen. Weil Nier Automata ja fertig ist. Ciao, Satan. Ja. Nee, das glaube ich nicht, Chaos Pets. Muss man mit dem YouTube. Mit dem. Jeder Kanal, also jeder YouTube-Partner. Also, wenn man YouTube-Partner ist, dann kriegt jeder so ein Community-Manager-Typen zugeteilt, den muss ich mal ansprechen. Das ist auch der, der mir bei Witcher geholfen hat, der da immer gesagt hat, dass sie wieder freigegeben wurden, die Witcher-Streams, nachdem sie beendet wurden. Der ist immer ganz hilfsbereit. Mal fragen, ob da irgendwas ist. Wird auch einfach weiterlaufen, oder? Ach, scheiße. Jetzt los hier. Moment mal ganz kurz, muss gleich mal ins Menü gehen. Seht ihr nicht. Immer dem Hubschrauberlicht folgen. Thank you.
Och Mann. Gott, nervt das gerade ab. Wartet mal, ich nehme mal eine Leuchtpistole. Was das? Was? Muss da rein. Au. Wer zum Licht? Nein, das geht. Frederike, es geht um die Zuschaueranzahl. Seit einer Woche irgendwie völlig im Eimer. Seit einer Woche irgendwie völlig im Eimer. Irgendwas ist da falsch. Weiß nicht, Janko. Macht dann so auch keinen Spaß, weil man ja nicht weiß, wer überhaupt zuguckt, wen das Spiel überhaupt interessiert. Das Spiel zu spielen. Nein, das geht nicht. Es sind doch immer nur 4 Leute, die reinschreiben, Chaos Pipes. Oder 5. Oder was weiß ich. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Irgendwas stimmt hier absolut gerade nicht in letzter Zeit. Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Nee, es geht... Irgendwas schon mit YouTube nicht, Janko. Das Spannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Irgendwas stimmt mit YouTube nicht, habe ich das Gefühl, weil es seit einer Woche schon so ist. Ich es tue. Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Keine Ahnung, Janko. Das, wenn ich's wüsste. Irgendwas stimmt da nicht. Seit Mafia 1 sind wir nur noch bei 20 Zuschauern. Irgendwas stimmt hier absolut nicht.
Die ganze Woche schon. Bei Tomb Raider, bei Nier, bei Zelda. Was haben wir noch gespielt? Ja gut, bei Tomb Raider zweimal, bei Nier. Schnell! Der Schalter ist an der Wand Richtung Küste! Und so weiter. Irgendwas stimmt nicht. Kann sie nicht zum hellen Raum führen, wenn die Lichter in dem Rohr aufgehen? Sie müssen nach draußen. Bei Anans. Ist es bei Anans Streamern auch so? Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Nein, nicht Corona, das ist doch schon lange überstanden, die Scheiße. Bit. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Ich kann mich aber so auch nicht auf das Spiel konzentrieren, obwohl die Story so gut ist. Was, 400? Waffenmorder? Abos oder was? Ach so, dann ist es so ein großer YouTuber. Nee. Leute. Müsst ihr ja schon da gucken, die ungefähr in meiner Region rumturnen und nicht da irgendwo in anderen Gefilden. Krieg ich denn die jetzt so? Ah, wartet mal, ich muss hier die richtige Reihenfolge drücken. Jawohl. Wirft sowas. Das Umspannwerk versank ohne Strom und Dunkel. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Das Ding fliegt mir schon wieder gleich um die Ohren. Ne. Wow. Es werde Licht, ja. Auf die Ausrüstung achten!
Wer von euch kennt Final Fantasy 15? Was am Montag losgeht? Fällt euch das? Soll ich das schaffen, Alter? Verstehe ich jetzt nicht. Auf die Ausrüstung achten. Komisch. Danke, weiß ich Bescheid, Frank. Hier entlang, junger Mann. Los, los, das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide, Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatte. Ja, das ist eine tolle Frau hier. Und dann fing Tom an zu schreiben. Und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind Sie vielleicht klüger, als Thomas war. Die Hexe sah so aus wie Sie, aber sie war es. Ah, und dann ist Tom verrückt geworden. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, was er je verfasst hatte, aus der Welt. Ja. Doch er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom, er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut, dass mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle, wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren. Gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir. Ja, Bambi. Sehr von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort. Okay, ich danke Sarah. Ah, Sarah also. Oh nein, scheiße, verdammte Shit! Mach das, Janko, schlaf gut. Barry! Schön, dass du da warst. Barry!
Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Ja. Wir helfen Barry und vielleicht auch Sarah. Oh. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr, ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste sich zu schützen. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Janko, danke schön für die 2 Euro nochmal. Gute Nacht, schlaf schön. Herzchen rein für Janko, danke schön. Was kommt erschwerend hinzu? Auf Mordor? Und Chaos Pipes? Scheiße. Ach so. Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Boah, mir hat's erschrocken, ey. Ich glaube, Spende, ne? Ja, Bambi, 5 Euro, damit du nicht so niedergeschlagen bist. Ja, es liegt an YouTube. Trotzdem, danke für die 5 Euro. Herzchen rein für Bambi, bitte. Herzchen rein für Bambi. Dankeschön für die 5 Euro. Aber trotzdem. The questions of all questions. Wo sind Sarah und Barry hin? Da oben? Oh, da! Da sind sie doch bestimmt. Barry! Barry! Hier sind sie. Halt! 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 Bleib!
kidnappen. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Sag mal, Butch Cassidy, kenne ich doch irgendwoher den Namen. Fitz kennt, sagt euch der Name auch was? Auge von Mordor. Oh, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Leute, Butch Cassidy sagt mir irgendwas, der Name. Oh, warte mal, hier ist ein... Könnte eine Truhe in der Nähe sein. Da. So, gut. Hätte doch weiter trainieren sollen. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Okay. Ah, danke schön. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Chaos Vibes. Nichts geht über Wanderung. Was zum Teufel ist das? Das ist ja überall! Nichts bewegt sich so! Das ist unmöglich! Unternimm was! Wo rennt denn der hin? Ey, sag mal, das ist so unfair, Alter. Wenn die dir die Rübe mit deiner Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Komm schon, Al. Können wir nicht hier warten? Bitte! Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Nichts geht über Wanderung. Was zum Teufel ist das? Das ist überall! Nichts bewegt sich so! Das ist unmöglich! Ah! Help! Unternimm was! Er ist zu schnell! Ich treffe ihn nicht! Da! Nein, da! Help! Ihr wimmelt schon den! Wie viele denn noch? Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das Sei war's. Sei lieber vorsichtig, hä? Wait, rufen Sie den Aufzug. Ganz mieses Gefühl. Ich passe auf. Wir ich glaube, hier aufpassen. Bewegt sich was. Sie kommen! Sie müssen sie abwehren!
Denn ja komm, Fahrstuhl, mach hinne. Ja, damit wegen Licht, weil Licht ja die Viecher abhängt. Aber wie man sieht, ist sie ein bisschen sehr schwach. Na, ich bin schon drinne, Barry. Sarah, mach hinne, hallo. Ich helf dir, komm. Sarah ist cool. Mach doch selber. Die das extra machen, oder was? Videospiellogik. Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Der hat sich selbst in die Geschichte reingemalt, um seine tote Frau wiederzuholen, aber das hat nicht funktioniert. Okay. Haben wir ja vorhin rausgefunden. Da hat er die alte Oma erzählt. Oh Mann, ich hasse das. Okay, Wake, da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Oh. Schnell. Es ist so klar. Es war so klar. Vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Oh, bitte, sei vorsichtig. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Ich glaube, wir müssen dahin, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Alter. Hey. Nachladen, nachladen, nachladen. Alter. Alter, wie viele Vögel sind das hier? Sehr schön. Ne. Den hätte man mal öfters gebraucht, diesen Suchscheinwerfer hier. Den hätte man mal öfters gebraucht.
Oh. Ne. Rück. War zu spät. Ne. Sehr schön. Genug. Keinen Schritt weiter. Was wir alles oft auf uns nehmen. Stopp. Es reicht. Schnell. Was wir alles auf uns nehmen, unsere Frau zu retten. Angeblich. Nein, noch Mann. Hey, Iceman. Hey, Dragon King. Ne, wir müssen schon hier hoch, ne? Jump'n'Run ist in dem Spiel nicht gut. Sehr schön. Sie haben es geschafft. Gut gemacht. Ich bin froh, dass ich falsch lag. Aber das Risiko... Vergesst bitte eure Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn ich schon runter habe. Zulasst eure Däumchen da. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Wie viele Episoden gibt es denn insgesamt bei Tell Me Why? Wie viele kommen da noch? Barry mit der Weihnachtsbeleuchtung, ja, das ist cool. Im Norden am Raincove Point ist ein alter Armeestützpunkt. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Okay. Lass mich raten, ich muss drücken. Natürlich. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Manuskriptseite. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung.
Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Ja, das ist kopiert von uns. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Hm. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Okay, dann können wir es jetzt beenden, Leute. Zum Glück hat Zane diesen Klicker reingeschrieben in die Geschichte, weil mit diesem Klicker können wir endlich das Finsternis besiegen und unsere Frau wiederholen. Also jetzt kommt die finale Episode. Jetzt kommt die finale Episode. Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt. Hey, Tropi. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song! Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Folge 6, Abreise. Finale. Ja, genau, Christian. Aber die soll ganz kurz sein. Laut Manuskriptanzahl ist sie ganz kurz, die Episode. Der ist Barry, der ist cool, Tobi. Bist du die ganze Zeit da, Tobi? Ich hatte einen Kater. Sei gegrüßt. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Habt ihr Tobi wahrgenommen im Chat? Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Wie so oft schwören wir uns, mit dem Trinken aufzuhören. Wie geht's dir, Tropi? Erzähl. Hey Leute, der Tropi ist da. Ach, ihr habt ihn schon gegrüßt. Gut, dann hab ich's vergessen. Hab ich's übersehen. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Ohne Schmerzmittel würde ich es vielleicht nicht rausschaffen. Da ist Schmerzmittel. Jetzt anscheinend die Real Life oder es ist nur ein Traum? Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Ja, unser neuester Roman. Barry. Aufgewacht, Sonnenschein. Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben. Aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Hey, lass. Sieh dir die Show an. Oh, in Ruhe. Ja, entscheidend. Das ist Barry, unser Manager, der auch mit der Lichtkette. Der Romangeschichte. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Stop. Das, was sie die ganze Zeit über erleben. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie, ganz ehrlich. Ist das klug?
Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Mein Arsch. Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in der Nacht. Jede Menge Partys und... Sie hatten sich mit einem Paparazzo Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan ja, Mike, The Sudden Stop. Schneiden Sie nochmal die Grimasse. Sudden Stop erleben wir ja gerade seit... Hey Schatz, hast du dir die Show angesehen? 5 Kapitel. Ich hab nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Mm-mm. Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Nein. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist... Gute Nacht, Blinky. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Danke für dein Däumchen. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Ranking bekommt zurück. Lass uns verreisen, nur an einen ruhigen Ort. Hm? Sehr ruhig geworden. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, awesome. Kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Na dann schnell.
Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Können wir mit dem Auto fahren oder müssen wir die ganze Scheiße laufen hier? Da ist ein Auto. Ich probiere mal da einzusteigen. Ja, sehr schön. Das Spiel an sich ist richtig cool eigentlich. Ich mag das. Auch weil es kein richtiges, typisches Horror-Samstag-Spiel ist, aber durchaus eine interessante Geschichte. Mal ganz kurz gucken, ob hier vielleicht eine Thermosflasche rumliegt oder ein Manuskript. Den haben sie schon seit Ewigkeiten mal, wollten sie mal einen machen, aber irgendwie haben sie dann immer wieder die Entwicklung eingestellt. Weil ein Publisher gefehlt hat. Keine Ahnung, also Remedy Entertainment, die Entwickler haben gesagt, dass sie eigentlich genug Ideen haben für einen zweiten Teil, aber die kriegen es nicht fertig. Warum genau? Irgendwie soll das mit Publishern auch zu tun haben. Weiß ich jetzt nicht genau. Die haben ja dann dieses Quantum Break gemacht, oder wie das hieß. Ist jetzt zwar auch nicht schlecht, aber ist ja natürlich kein Alan Wake. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. So ganz vom Tisch ist es ja nicht. Stehen umparken oder was ist jetzt hier los? Ja, Bambi, aber. Sag mir dann nochmal Bescheid. Was war jetzt? Er hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Ich musste hier durchlaufen. Da ist er. Unsere Frau. Scheiße, jetzt wieder dunkel. Niemals. Da ist eine Manuskriptseite. Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nicht, dass ich mir je hätte vorstellen können. Hey, Japan-Fan. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre hey, Stolz. Er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. Also wie gesagt, hier, ihr seht's. Folge 6, also Kapitel 6. Hat nur so wenig so wenig Manuskripte und zum Beispiel Kapitel 5 hat so viele. Also Kapitel 6 scheint es ganz kurz zu sein. Das ist eigentlich die Statistik hier. Alter, es gibt 100 Thermosflaschen, die schon 65 von 106 Manuskriptseiten. Wow. Wake weiß jetzt, dass er alles beenden und Alice retten kann. Doch zuerst muss er zum Cauldron Lake und in die Hütte, in der alles begann. Kann ich mit dem Auto fahren? Bitte, 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 bitte. Jawohl. Geht schneller hier. Hopp. Bei Final Fantasy XV gibt's auch ein Auto, ne?
Habt ihr den Streamplan alle gesehen? Im Discord, im Livestream, Ankündigungstab ist der Streamplan für nächste Woche veröffentlicht. Genauso wie bei YouTube im Community-Tab. Bitte eure Däumchen da lassen. Im YouTube-Community-Tab eure Däumchen. Und im Livestream-Community-Tab bitte eure Smileys. Der Streamplan für nächste Woche. Hier rum. Hier rüber, oder? Da. Ja, gibt es. Okay. Lässt es sich auch normal steuern oder ist fern die automatisch? Schnell, schnell, schnell. Lauf. Schnell zum Lake. Aua. Ich glaube nicht, dass ich das soll hier. Muss bestimmt auf der Brücke sein und nicht hier außerhalb. Ey, Warcrafter. Das da hinten. Das ist ein Hornwesen? Oder ist das nur so... Keine Ahnung. Oh, Gegenstände-Hype. Aua. Au. Alter. Alter. Die komplette Brücke rastet aus. Horrorspiel. So jeden Samstag. Horror-Samstag. Nächste Woche Samstag ist 12 Stunden Zelda, ja. Dafür Freitag nicht. Seht ihr im Streamplan. Samstag nächste Woche ist kein Horror-Samstag, da ist 12 Stunden Zelda, weil wir haben keine Horrorspiele mehr. Ich warte jetzt noch auf Remastered, auf den neuen Teil und auf Amnesia 3, die dann bald rauskommen werden, beide Teile, und dann geht's wieder weiter mit Horror. Getroffen? Ne, gerade so nicht, ne? Alter, was ist denn hier los, ey? Also für 2012 ist das schon sehr gute Grafik.
Ey, Gammel. Lange nicht gesehen. Jetzt Auto und los. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen zur Hütte, Leute. Wir müssen die Geschichte zu Ende schreiben. Damit wir unsere Frau retten können. Das war ein bisschen plötzlich jetzt hier. Jetzt kommen die auch mit Autos an, Leute. Jetzt kommen die hier auch mit Autos an. Das ist die Anderson Farm hier, glaube ich, ne? Da, wo wir hier Rock'n'Roll Festival hatten. Das war knapp. Jetzt wieder festgedrived oder was? Ja, es ist ungünstig hier. Das ist scheiße. Probier's mal mit Rennen, aber ich glaube nicht. Ich muss nochmal neu laden, glaube ich. Aua. Schönen Lauf. Lauf. Da hinten ist ein Auto. Ich hoffe, das fährt noch. Schnell. Sehr schön. Schnell, 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 schnell. Alter. Alter, die Brücke reißt der scheiß Finsternismann die Frau ein. Wie weit ist denn noch der Weg zu dieser verdammten Hütte hier? Auch immer euren Rat. Am besten fragst du mal Japan-Fan, Friederike. Ach Mann!
Mensch! Sehr schön. Ah. Mach's, Warcrafter. Ich musste das Tor öffnen. Ach Mann, ey. Ich will doch nur zur Hütte. Warte mal, hier ist noch eine Truhe versteckt. Müssen wir das Tor jedoch aufbekommen. Denn hier, kriegt schon das Tor auf. Muss ich das einfahren oder was? Oder hier? Ich dachte eigentlich, dass hier drinne irgendwas ist, aber da irgendwie ist da dann doch nichts. Vielleicht da oben. Blendgranaten sind immer gut. Da. Das sieht aus wie eine Steuerung hier. Sehr schön. Nein, ich wollte doch nicht die. Egal. Alter, ist denn das jetzt hier für ein Missionsstrecker? Ich musste den Container aus dem Weg räumen. Der Aufzug musste doch in Gang zu bringen sein.
Dankeschön. Schnell. Was jetzt passiert? Oh, nicht der Bagger oder was? Natürlich. Oh, na toll. Komm, mach schneller. Jetzt. Sehr schön. Oh, fahren. Komischerweise hat er für jedes Auto einen Schlüssel. Das ist in seinem Roman so. Das ist bei Sudden Stop in dem Roman ist das so. Der Autor hat die Allmacht. Wir müssen fast da sein. Der See ist ja nördlich da schon zu sehen. Müsste die Hütte sein, wo alles begann. Und da müssen wir die Geschichte schnell zu Ende schreiben, um unsere Frau zu retten. Und so zu Ende schreiben, dass es Sinn ergibt. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Das stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Hey, Hertha! Und dann guckst du kurz nach unten, Friederike, und sagst, alles gut. Ich werde sie dir niemals geben. Alter, hab ich mir jetzt erschrocken. Achtung. Ja. Genau. Lauf. Schnell. Ich sehe nichts. Jetzt schon besser. Sehr schön. Okay. Schnell, 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 schnell. Ein Glück haben wir noch Blendgranaten. Au! Was kommt denn da angeflitzt? Hier, schnell, schnell, schnell. Schnell. Sehr schön, und lauf. Lauf, lauf, lauf ins Licht. Sehr schön. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Dann hat es 6900 Vögel dazwischen.
Vergesst bitte eure Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Hauptsache bessere Däumchen da. So. Und ab geht die wilde Fahrt. Stabil aus, oh ja. Bin ich jetzt... Bin ich jetzt hier runtergefallen oder was ist jetzt hier los? Was soll denn der Scheiß jetzt spielen? Ich habe jetzt nicht so ganz begriffen, was das jetzt sollte. Ich fahre da nicht in den Urlaub, ja. Wer will das schon? So hoch hier. Sollte noch mal kurz vorm Ziel sein. Hey Dennis. Wollte ich eigentlich jetzt nicht. Aua. Sehr schön. Dankeschön für das Geschenk.
Rosa. Da. Damn. Nee. Hinter mir. Sehr schön. Hier lang. Schnell zur Hütte. Aua. Da lang. Alter. Sehr schön. Rein da. Die Nervenkitzel ist es ja schon hier. Milka Oreo, oh lecker. Ess ein für mich mit. Braucht echt einen Schaden. Ja. Sehe ich auch so. Da hoch. Au. Scheiß Finsternis auf dem Boden. Hier rüber. Irgendwas aufnehmen, was wichtig ist. Okay, nichts. Hier was anmachen. Ich musste den Generator in Gang bringen. Muss ja hier irgendwo sein, der Gute. Da hinten.
Dass irgendjemand mit der Motorsäge gehört. Sehr schön. Das war doch mal ganz gut. Oh Mann, ey, muss die Alte mich immer so erschrecken, ey. Mensch. Alter, was ist das denn jetzt hier? Ja, endlich. Lauf, lauf, lauf. Bin da. Au. Alice hat mich nie geliebt, mal. Die will mir jetzt Angst machen. Alter, was ist denn hier los, ey? Die Alte hat so eine Klatsche. Was hat denn der für einen scheiß Roman geschrieben, ey? Wir sind bei der Hütte angekommen. Hier stand eigentlich die Hütte.
jetzt? Warte mal, da ist eine Truhe. Was macht denn der? Wo ist denn der hingesprungen, der Dödel? Was soll denn das hier, ey? Keine Chance. Ah, Leuchtpistolenmunition. Okay, da ist Leuchtpistolenmunition drin. Dann ergibt das Sinn. Schnell nachladen. Was ist in Ihrem Kopf? Was denn jetzt? Genau. Muss ich hier nochmal gegenballern oder was? Ja. Oh, Vögel. Sie bilden sich das ein. Da ist er. Nicht die Leuchtpistole. Jetzt müssen wir da runterspringen und unsere Frau holen, ne? Weil da unten ist ja die Hütte irgendwo. Klick. Hat er geklickt? Shh, Baby. Du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Ne. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Alan, nee, das ist die alte Frau. Komm wieder ins Bett. Das ist die alte Frau. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett. Au. Bam, geklickert. Noch schon in der Hütte. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind.
Okay. What? Wir schreiben jetzt... Das schreiben wir jetzt alles gerade. Das Ende von dem Roman, um unser V wiederzuholen. Also das, was wir hierher zaubern. Das schreiben wir gerade alles. Dergleichen war je passiert. Ah, doch, vielleicht schon. Vielleicht hat er wirklich seine Frau umgebracht in der Hütte. Und sie ertränkt im See. Du bist nicht Barbara! Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist genau. Falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. So sieht's aus. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Nicht aus Eifersucht. Aus Wahnsinn. Voller Dunkelheit. Der hat sich zu sehr in seine Romane... Und konnte dann zwischen Roman und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden, so habe ich das Gefühl. Also ich glaube irgendwie, der hat sie umgebracht. Vielleicht wird es noch gelüftet. Weg von mir, alte Hexe! Wo bin ich? Ich will weg! Alice? Und der ist wirklich Alice, gestört im Kopf. So wie Dr. Hartman sagte. Den Befehlen zu folgen. Er musste nur das schreiben, was du schreibst. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Ist das die Barbara? Barbara? Als ihr erstes die Tom? Kunstwerk. Die Tom geschrieben hat? Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Rück. Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Er hat nur noch Gutes geschrieben und seine Barra. Dadurch hat er das Böse vernachlässigt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Ja, Zane. Zurück ins Licht. Das ist jetzt das Ende, was er geschrieben hat von dem Roman. Bring hinterher. Oh nein! Das waren wir doch, der die in die Dunkelheit gezogen hat, oder?
Hey, Jack. Da ist er. Unser Frau Alice. Aber wo sind wir? Haben wir uns dafür geopfert? Haben wir uns dafür geopfert? Um Alice zu retten, haben wir uns geopfert in der Geschichte? Weil alles hat seinen Preis. Weil Gut und Böse muss im Gleichgewicht sein und alles hat seinen Preis, dass wir Alice gerettet haben, aber uns dafür geopfert in der Geschichte. Und es hat der Tom hat das nicht verstanden, als der seinen Roman geschrieben hat. Der hat nämlich nur Gutes reingeschrieben und dadurch ist das völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Deswegen ist eine Barbara, diese alte Frau, so böse geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Ende ist. Also ich habe die Geschichte so verstanden, aber ich weiß jetzt nicht, ob das alles in seinem Kopf stattgefunden hat oder ob das wirklich Realität war hier. Zumindest scheint wieder in Bright Falls Normalität zu sein. Jetzt ist das Fest, genau. Das Hirschfest. Hier sind die beiden hier. Die Ancient Gods. Also alle wieder fröhlich in Bright Falls. Und hier ist die Frau aus dem Diner. Die Rose. Sind wir das jetzt gewesen? Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Schließen Sie das Spiel im Schwierigkeitsgrad schwierig ab? Wusste ich gar nicht, dass ich auf schwierig gespielt habe. Jetzt sind wir der Böse, kann das sein? Die Barbara. Also im Prinzip haben wir jetzt Barbaras Platz eingenommen. Aber irgendwie schreit das nach dem zweiten Teil. Ich weiß auch nicht. Ground Control to me. Wie hat euch das Spiel gefallen? Ground Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground Control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Jensemann ist auf Hochzeit heute, ne? Der hat sich bestimmt gefreut. Guckt bestimmt die Aufzeichnung an. Kein Zelda heute, Frederik. Mach's gut, Tobi.
Danke für dein Däumchen, Tropi. Tja. Das war's mit Alan Wake. Und jetzt noch. Zelda habe ich nur heute keinen Lust. Dafür ist ja nächste Woche Samstag 12 Stunden. Nee, die Westernstadt kommt dann bei so einem richtigen Stream mal. Nicht so zwischendrin. Och man. Es ist nicht. Gruselig ist jetzt für eine Stunde oder für nicht mal mehr zwei Stunden ist ja auch wieder. Keine Ahnung, Leute. Und jetzt? Machen wir jetzt? Habt ihr Vorschläge außer Zelda und Western? Bona. Das ist ja dann das, dass ich das dann zu Ende spielen muss, weil wir können ja nicht, ich reiße ja ungerne Spiele an. Und jetzt für zwei Stunden Kona reinzumachen oder nicht mal mehr zwei Stunden ist ja auch wieder blöd. Weil nächste Woche fällt ja auch der Horrorsamstag aus. Also der fällt nicht aus, da mache ich Zelda 12 Stunden. Da mache ich ja Zelda 12 Stunden. Nee, Bambi. Mit Sicherheit nicht. Nee, Jack, passt schon. Hab ja eh keine große Lust auf Horror. Das ist ein cooles Spiel hier, Siberia. Sehr zu empfehlen. Japan-Fan, hast du schon mal Anno Online gespielt? Ich ja, 3 Minuten. Black Mirror 2. Jack, ich will doch die Spiele zu Ende spielen. Jetzt Black Mirror 2 reinmache, muss ich es ja irgendwie in meinen Streamplan reinkriegen. Der ist ja voll. Ja, zu Recht, Japan, das war sehr mal langweilig gewesen. Auch in Echtzeit gebaut wurde. Es sei denn, man hat Geld investiert und dann waren die Gebäude sofort fertig. Also total komisch. Das Spiel interessiert mich schon. Das habe ich ja schon mal gestreamt. Allerdings haben sie jetzt seitdem viel an dem Spiel gemacht. Das ist ja noch im Early Access. Aber die haben, seitdem ich das gestreamt habe, viel an dem Spiel gemacht hier. Chernobylite.
Aber wie gesagt, habe erstmal andere Spiele vorrangig. Keine Ahnung. Ja, der Rest noch lange nicht, Jack. Nächste Woche geht's weiter, um diesen Spielewunsch Berg abzubauen. Da geht's mit Final Fantasy, Assassin's Creed 2 und Mordor's Schatten. Das sind dann die drei größten Spiele, die kommen dann, gehen dann morgen los. Nächste Woche los. Bis sie fertig sind halt. Aber die drei Spiele sind halt die größten. Sonst ist Nioh 2 noch offen, ja. Hab ich jetzt Nioh 2 rein? Muss ich irgendwann mal zu Ende spielen. Cuphead war ein geiles Spiel gewesen, was wir durchgestreamt haben. Speedrun Cuphead, ja. Until Dead. Until Dead bei Cuphead, nee. Bug beiseite. Bug beiseite, Leute. Wollen wir mal, weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt. Ja, check, das kann ich auch machen. Gut. Was? Hab irgendwann mal vor, Ghost of Tsushima auf dem Until Dead-Modus zu spielen. Also auf dem Permadeath-Modus. Halt so lange, bis wir sterben. Das stimmt, Stefan. Samstag ist immer 19 Uhr wegen Horror, Stefan. Hab irgendwann mal vor, Ghost of Tsushima auf dem Permadeath-Modus zu spielen. Finde ich auch, Buffen, oder? Machen wir heute mal eher Schluss, bevor hier gar nichts mehr kommt. Ja, genau, wegen Dämmerung, weil bringt ja nichts, Horrorspiel zu spielen, wenn es draußen Tag ist und die Leute da draußen Schalala singen. Das ist, deswegen warte ich mal bis abends. Machen wir heute mal eher Schluss, Leute, kommt. Ja, gut. Schlafen gehe ich eh nicht, Bambi. Machen wir es mal. Ja, Schluss heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Träumt was Schönes. Ich bedanke mich für eure Däumchen. Danke fürs Einschalten. Ich muss mal gucken, was bei YouTube da los ist, dass die Leute nicht mehr Bescheid kriegen, dass ich live bin. Ist halt scheiße für die, die nicht auf Discord sind. Merkt man dann auch an der Zuschauerzahl. Mal gucken, was da los ist. Muss mal mit diesem Community-Support reden. Mir da auch bei Witcher geholfen haben und bei dem Corona-Anfängen, als die Glocke überhaupt nicht funktioniert hat, falls ihr euch noch erinnert, damals. Gut, bedanke mich fürs Einschalten. Danke für eure Däumchen, danke für die ganzen Spenden heute und für die neuen Abonnenten. Sehr lieb von euch, träumt schon Schönes und morgen 17 Uhr Mafia 1 geht weiter. Ich weiß nicht, ob schon ins Finale geht, ich glaube nicht. Werden wir sehen. Also dann, bis morgen, ciao, ciao.